Wir haben in der letzten Runde die Powerfeldrübe freigeschaltet und gehen jetzt auch gleich weiter zum nächsten. Ist das jetzt schon Bosskampf? Müsste, oder? Ich bin gespannt. Wow! Tatsache! Alter, guckt ihn euch an, den Boss der Zukunft. Ich lese gerade da unten, zeige bei Begut Beyond Event dein Geschick für bessere Welt. Nee, das Event starte ich ganz bestimmt nicht. Wir gehen jetzt zum Boss, Bitches. Pass auf, das ist jetzt auch Bejewel. Ne? Ja? Nein, das ist ein Bosskampf natürlich. Mit vorgegebenen Pflanzen? Mit Laufband bitte? Ich liebe das mit Laufband. Mit Laufband ist cool. Ist es nicht praktisch, dass dir dein Nachbar dabei unter die Arme greift, uns Zombies zu bekämpfen? Der B-Daves offensichtliche Inkompetenz wird nur noch von seiner Nützlichkeit übertroffen. Aber wie es auch sei, auf einem geheimes Wort hin wird sich mein Schläfer gegen dich wenden. Hör mir zu, Deppi. Hypnozopnosis. Hey, Nachbar. Kann ich mir dein Gehirn borgen? Ich meine natürlich die scharfe Soße. Oh nein, er wollte Deppi Dave hypnotisieren. Das ist doch viel zu blöd dafür. Und plopp. Na dann, wieder drei Balken zu erledigen. Auf, los geht's los. Hier schon mal voll die nützliche. Mega nützliche. Pflanze. Was geht? Was hast du da ausgespuckt? Was geht? Alter. Nicht so viele, bitte. Das ist ein Scherz. Alter, du musst weg. Nein, 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 nein. Nicht meine. Die Tolle. Oh, der macht das inklusive dem Feld weg. Wow, wirklich. Ist aber nötig, Digga. So, jetzt. So. Und so. Mein Geschirrspüler meldet sich schon wieder. Na, du kleiner Aufmerksamkeitsgeiler Freund. Alter, nee, 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 nee. Ich hab ihn nicht getroffen, ne? Es ist einfach ein blöder Scherz. Hab ich jetzt überall was? Ja. Alles klar, dann wollen wir das mal weiter voll hiermit. So ist gut. Sehr schön. Haben wir schon mal wieder was abgezogen. Weil ich wieder diese Power-Ups benutzt habe. Und das fällt ihm nicht so. Mach doch. Setz seinen Scheiß ein. So. Erstmal. Alter, der kriegt so viel Schaden. Weil die Dinger so viel Schaden machen. Der hat sich irgendwie selber. Oh, vor das Bein gestellt. Ist der Typ einfach gestorben? Hat das gereicht, um den komplett zu vernichten? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, ich gehe jetzt hier volles Risiko. Ich hau jetzt hier einen Power-Up nach dem nächsten raus, einfach weil das auch ihm total viel Schaden macht. Nein, 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 nein! Du wirst ja sehen, was du davon hast. Siehst du? Okay, gib mir mehr Pflanzen. Ich brauche mehr Power. Wir erledigen diesen Saftsack. Wow, guckt euch den Schaden an, den er nimmt. Richtig nice. Ja, komm hier, was willst du? Wow, voll abgelasert. Okay, jetzt müssen wir gucken, wo der als nächstes hingeht. Dahin. Nein! Ich dachte da oben. Komm schon, laser ihn weg! Mann, laser ihn weg! Komm schon, nicht mehr viel! Komm schon, wir haben ihn gleich! Wir haben ihn doch gleich! Komm, noch ein Pixel!
Nur ein bisschen! Laser! Hab schon! Yes! Yes! Dr. Zombos. Bla bla bla, Dr. Zombos. Erledigt. Hypnos, Zomno, Hypnosis, Zomnosis, was auch immer. Dippy Dave kann man nicht hypnotisieren. Der kann ja nicht mal gerade ausgucken. Oh, das war hypnotastisch. Ich werde den Hypnotaco noch einmal essen. Wo ist meine Zeitmaschine? Pass auf, blick mal, was habe ich gerade gesagt? Hypnozomnosis. Hypnozomnosis! Verflixt, da war's. Zomnohypsosis? Aha, er kennt die geheimen Worte gar nicht mehr. Was ist jetzt davon? Mit Dippy Dave kann man keine blöden Spielchen spielen. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombos den Zombo-Zukunftstron besiegt. Geil. Damit hätten wir wieder eine Welt für uns erledigt. Ich glaube, wir müssen uns als nächstes dem Mittelalter zuwenden. Ich brauche endlich meinen Magnethelm. Magnethelm, sag ich. Magnetpilz gegen die Helme. So wollte ich das ausdrücken. Ja, geil. Awesome. Ich vergiss nicht, dass du Rand der Welten auf dich warten. Wann gibt es denn eigentlich mal wieder neue Level? Wurde das schon mal angekündigt oder haben sie das komplett eingestellt mit der neuen App? Im Mittelalter gibt es echt ganz süße, lustige, nützliche Pflanzen. Ja, komm. Hier, auf geht's. Wir haben noch den Wellenstrand, wir haben noch die grauen Frostbäume, also Hölle, Jurassic Moor und die Moderne. Und dann ist ja hier so ein Riss. Es scheint auch noch irgendwie eine Welt zu sein. Die öffnet sich wahrscheinlich erst, wenn man alle voll hat oder so. Also ihr dürft mich gerne spoilern, mir sagen, was da sonst noch alles kommt. Ich spiele jetzt Vasenbrecher. Ja, einfach um mal was anderes zu machen. Und mir wird gerade hier wahnsinnig warm. Wie heiß ist es draußen? Wartet mal, ich gehe mal gerade auf meine Wetter-App. Naja, eigentlich nur 24 Grad. Aber die Sonne scheint in mein Dachgeschoss und dementsprechend fühlt sich das definitiv wärmer an. Oh Gott. Oh, es gerechnet so einer, ne? Ja, klasse. Das ist jetzt total, Alter. Da muss ein toter Körper, fängt das sogar noch auf. Och, nö. Och, nö. Wir mal. Ich brauche mir das hier vorne sogar. Ist hier auf jeder Lane etwas? Kriegen wir notfalls hin. Das ist auch nicht schlecht. Helmchen, kein Thema. Wie sieht es hiermit aus? Mehr Frost, kein Thema. Schön. Gibt hier. Mehr Kohl, kein Thema. Wo packe ich das denn jetzt hin? So vielleicht. Bisschen Risk. No Risk, no Fun, was? Okay, der ist erledigt. Was auch immer hier rauskommt, der landet in der Mine. Sehr gut. Sehr schön. Der wird gleich eingefroren. Sehr gut. Da hätte ich mit warten sollen. Scheiße. 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 Nochmal. Verkackt. Oh Mann, alles klar. Das war einfach nicht ganz nett. Ja, ist gut. Kommt schon. Alter, wirklich? Kommt schon. Bis zum Henker. Okay, jetzt können wir erstmal warten. Oder auch nicht. Der wird auf jeden Fall erstmal ins Eis da laufen. Das ist gut. Ist er eingefroren. Deine komische Dingstroller da ist aus. Wir brauchen hier hinten eventuell, wo wir den Kohl haben, Unterstützung von Sprengminen. Brauche ich eventuell Unterstützung von Kohl?
gucken wir einfach mal, was passiert. Mhm. So läuft das schon. Kriegen wir hin. Sehr gut. Hütchen. Nina. Brauchen wir hier wahrscheinlich wirklich. Kann ich mir vorstellen. Jupp. Also jetzt nicht unbedingt so, auf diese Art, aber... Hey, ja, was Einfrierendes? Oh, bräuchten wir nicht. Verdammt. Da ist nur noch ein Zombie mehr drin. Der platt, der ist erledigt. Jetzt kommt das Tier raus und du musst platt gemacht. Alles super, lief genau, wie ich es wollte. Also die Vasenbrecher-Level sind auch wow, geldergiebig und bringen vor allen Dingen durch ihre entspannende Musik nochmal ein ganz anderes Flair. Eine ganz andere Stimmung mit zu Plants vs. Zombies. Alles klar. Eine Nuss. Noch eine Nuss. Stacheln. Alles gut, um zumindest hier schon mal eine Taktik zu haben. Ich traue mich jetzt nicht, was anderes außer dieser Lane zu öffnen. Okay, jetzt traue ich mich mehr zu öffnen. Mhm. Ja, wartet. So. Sehr schön. Dann ist das da oben wieder völlig nutzlos. Alles klar. Oh oh. Bei dir brauche ich eventuell das. Sehr schön. Ja, dann stachel doch herum. Habe ich kein Problem mit. Sieht aus, okay. Okay. Die arme Nuss. Oh, die guckt so. Oh, nee, der Pharao Tommy, das ist voll gemein zu mir. Puff. Aber da kommt noch einer. Wo setze ich jetzt die hier hin? Na, ich habe ja noch nichts, was verteidigen kann. Wow, oh, da bricht uns mal voll die Hölle aus. Attacke! Oh Gott. Kommt hier noch einer raus? Ja, natürlich. Bin ich jetzt gearscht? Ich glaube schon. Fressen die jetzt auf, weil die zu stark sind. In der Mitte. Und überhaupt? Alter, die halten aber auch aus. Ja, das war unüberlegt. Ich bin noch nicht in der Taktik drin. Ich bin noch nicht in der Taktik drin. Ich bin einfach noch nicht... So, jetzt bitte noch einmal. Die Nuss-Taktik war super. Es lief auch so ganz okay. Alles klar. Falls das nicht klappt, kommst du da hin? Ja, erstmal was anderes geht nicht. Jetzt warten wir erstmal. Jetzt können wir ein bisschen vorspulen. Ich meine, wir können ja spicken, ne? Ihr seht, da unten ist dieses Symbol, diese ganz unten das Grüne, was 200 kostet. Da kann man ja spicken. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Traue ich mich? Oh Gott. Das ist das bloß nicht gemacht. Okay. Habe ich hier einen auf YOLO gemacht? Das hat funktioniert? Ich weiß es ja nicht. Eine arme Nuss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube nie im Leben. Nope. 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 Ich war wieder zu ungeduldig. Bei Vasenbrecher muss man Geduld beweisen. Bei Vasenbrecher muss man Geduld beweisen. Und ich bin niemand, der viel Geduld hat. Scheiße. Okay, so in der Kombination geht's vielleicht. Okay. Gucken wir erstmal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich fände es gut, wenn da jetzt noch mehr Pflanzen rauskommen würden. Ich meine, die sind ja schon mal sehr stark da unten, die kleinen Dinger da und so, ne? Alter, nicht gut. Oh, was hat den voll mit erwischt?
Krass. Oh nein. Erst mal den da oben. Ich sollte den ja platt machen, ne? Oh crap. Oh crap. Ja, das ist okay, wenn ich jetzt noch was anderes kriege. Nein, was? Ah! Warum, wieso und weshalb? Oh Mann, oh. Okay, bei dem... Okay, bei dem muss ich ja auch, wenn es explodiert, ja dann nicht richtig. Ey, scheiße. Komm hier, so. Das ist nicht möglich, wieso man dann gegen die dann überhaupt... Wir müssen gegen... Alter, nee. Nee, ich habe keine Lust mehr. Das macht keinen Spaß. Nee, weil ich bin so blöd dafür. Da brauche ich mehr Geduld. Das ist mir zu langweilig. Das dauert zu lange. Das kann man abends im Bett machen, wenn man das mit dem Handy spielt oder sowas. Dann ist das entspannend und alles. Das ist voll gut. Damit kann man sich entspannen und so. Na, ich weiß nicht, ob das einen entspannt. Also, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt muss ich das erstmal gerade nicht haben. Ich muss das jetzt... Nein, ich will auch nicht den Yeti machen. Ich muss das jetzt gerade nicht haben. Wir können jetzt ins Mittelalter übergehen und können einfach mal sagen, Vasenbrecher. Ja, wenn ihr Tipps da für mich habt, wie ihr taktisch bei Vasenbrecher rangeht, schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Wir gehen in der nächsten Folge ins Mittelalter über. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, das Kommentieren, das Bewerten. Wenn ihr das Video geteilt habt durch eure Bewertung oder weil ihr gemeint habt, das passt auf Facebook oder Twitter, dann auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Versingen.